als er aufgedreht hat, meinte ich, als... Als miteinander, ja. Ja, ja. Also, okay, nur am Tag. Ohne Teile vom Sockel und die, der Beton und der Zement hat man auch mit... Mit gleichen Tag? Mit gleichen Tag, ja, als miteinander aufgedreht. Ja, ja. Das sind 12 Personen. Und da haben wir aber aufgebaut auch schon, oder? Nein, nicht, oder? Nein. Wir haben das aufgedreht alles und die haben schon den Sockel und das schon vorbereitet. Ich war der erste, der war. Teilweise hat man schon 40 Kilo am Buckel gehabt, halt dann gewechselt. Die haben das dann halt schon vorbereitet gehabt. Dann hat man, glaube ich, die Ding gemacht, den Sockel. Und dann haben wir alles reingeworfen und ist davor gerannt. Okay. Weil es ja Gewässer gekommen ist. Das ist das längste Stück? Ja, das ist das längste Stück, ja. Okay. Das ist das. Ist. Da sind wir zum Aufstellen. Da haben wir zusammen. Mhm. Und der Maurer ist da am... Für wie viele Leute sind denn da mal gewesen an dem Tag? Aufgedreht haben wir es so 12. Okay. Sander, danach sind die mehr Leute gar nicht gegangen. Ja. Nein, wir sind ja mehr Leute. Man hat jetzt skeptisch gar nicht, wenn die da... Aber wie ist denn das gegangen? Einfach ich geschlagen? Ein großer Hammer mit und zwischen den Felsspalten irgendwo reingeklopft. Ja. Du musst dir vorstellen, der Sockel hat bis jetzt gehabt, oder? Ist das von damals? Ja, das ist ganz interessant, weil das lese ich da. Die schreiben da von 14 Träger, es sind aber nur 12 zuerst. Das ist die Zeitung. Am 13. August 1966. Ja. Zum Glück ist nie nichts passiert, so sieht man natürlich. Ja, das ist wichtig. Kritiker. Ja, ja. Ja, hat schon Kritiker gegeben. Ja, klar. Man muss ja natürlich neu besägen. Dazu hat es natürlich keine Straße gegeben. Da, das ist aufgeladen im Boden. Ich tue zuerst in die Hutle und von dort auf auf die Sensa und von dort haben wir es mit der Seilbahn können auf die Eckstelle. Und die Eckstelle ist auch mal ganz anders. Da ist eine Seilbahn aufgegangen. Ah, okay. Ja, mit den Rügeln dort auf transportieren. Und die ist schon lang kaputt. Thank you.
Bienenstange machen und eine Bienenstange machen. Dann der Hundeträger muss. Ah, wir stehen an Ski. Voll gut. 80% der Kinos, das sind vor allem die Programmkino, eine halbe Stunde auf die Ausreise nach Slowenien. Heute kommt der kalendarische Sommer beginnt, aber wir reden schon von. Das Wetter hält jetzt nicht, was das tut. Jetzt weg mit der Flex, Thomas! Und liegt kein Fell, oder was? Ja, was? Super, hey! Super! Gut! Scheiße! Ja. Super, Fusch! Knackig, ja? Sehr gut! 20! Total! 20! Hier, oh, gleich der Baustelle!
Kann sie her mit dem Seil oder wie noch? Ja, ich kann nicht. Die anderen sind immer vor dir gekommen mit dir. Ja, die kannst du rausnehmen. Und wieder verwenden, oder? Was sind wir denn da? Aber der damit ein Teilpedal, oder? Der mit gelben Absichten, ja? Ja, genau. Billig. Genau. Das ist jetzt auch für richtig eine Wanderung, das gehört zum Segen. Ja, ja. Das ist ein Höfele. Das ist eine Höfele. Das kann man nicht sagen, schon ein bisschen hin. Was wirklich rundum? Das da können wir noch wieder neu aufmachen. Das wird Thank you.
ich lieber die Maschine an einem Wind anbinden. Ja, ich hätte eine Rebschnur nicht. Ja, weil wenn die fort ist, ist nicht lustig. Kannst du rausgeschmissen. Warum die schicken? Das ist gut. Gut. Für den Mager, das dreht sich an, der Meisterwurz. Das hätte nur Danke, wenn du bringst. Du frisst es morgen, du frisst es morgen und du hast die Päckchen richtig in den Lausch weg. Er tut abwäschen, bla bla bla. Jetzt sind wir rum und zum Mal 15. Du kannst aber verschwinden aus dem Weg. Der überrennt dich mit dem Korb und mit dem Fuß des Kerl. Das musst du mal sagen. Nur nicht der Blick auf meine Rolle zu, aber zu, dass wir unser Leben sehen. Ein Glück her, und der Ort der Mix her, gute Kühe fahren, bis zum nächsten Mal. Schokolade dabei. Das ist gut. Und mit dem
Thank you.
Klemme geschafft. Zum Glück. Boah, ist es gut. Bravo. Ich habe dich heute. Super. Gut. Hey Puffa! Hammer! Geil! Der ist schon hoffen. Ja. Okay. Ja, los. Ja, ist ja von dir. Darf ich schon gleich? Ja, darf ich schon los? Danke schön. Denk ich mal wieder mit. Geil. Das ist eine coole Idee. So gemacht, oder? Dass du da noch mit dem Schlüssel so anziehen kannst. Na geil. Bist du der, der von der Guts kommt? Ja. Na geil. Ja, wir haben uns das auch so gehört. Aber so cool ist es so. Ich würde gerne das Papier gleich mittragen. Ja, nicht leer laufen. Das könnte auch sein. Ganz offen wird es. Jeder, der auch noch oft erzählt, er ist in der Parade unten oben, sie montieren gerade ein Kreuz. Gut. Pepper. Hängt er da? Und ein bisschen wenig Wasser oben. Du hast einen Flüssigkeitsmangel auch gehabt. Ja. Da hin. Also bis dahin lang jetzt da nicht, gell? Ja. Rechts für dir. Wegen mich hin, gell? Nein, halt, weißt, generell brauchst du schon Abspannung. Siehst du, was da kommt auf dem Hebel. Ich rede hier von einem Moment.
Ohren. Da wird er. Jetzt ist gut. Was ist der Bolle schon raus, weil das bringt mich nicht mehr. Thank you.
geht ja nicht auf. Servus, ich bin Ehrenberg, heil. Okay, perfekto. Servus. Ja, ich bin Ehre. Das neue Gipfelbuch. Grüß Gott miteinander. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen vom Verein Gipfelkreuz Rote Wand 2020. Es ist super schön, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist ein super schönes Wetter und ein besonderer Anlass heute. Die Gipfelmesse und das Gipfelkreuz, das neue Gipfelkreuz, das eingeweiht wird. Ich möchte noch jemanden begrüßen, der Alfons Dünser. Ja, schön, dass er da ist. Er war 1966 beim ersten Kreuz dabei, hat den Kolf aufstellen. Und ist heute wieder dabei, es freut uns, mit 76 Jahren wieder oben und ist eine tolle Sache. Seine Bergkameraden warten drinnen. Dann möchte ich der Pater Peter begrüßen, Pater Peter Rinderer. Er ist selber gerne in den Bergen, es ist gar nicht so einfach, einen Pfarrer finden, der da rauf geht. Dann hat die Gemeindemusik Schneefis, die mit 13 Bläser da ist, ich hoffe, ich bin da richtig. Wunderbar, dass ihr immer wieder die Messe mitgestalten und dass ihr oben sind. Dann möchte ich noch die Bergrettung Sonntag begrüßen. Mit 15 Leuten sind sie da. Auch schön, dass ihr da seid. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir hätten es alle leichter gehabt, anders in Sonntagsmess zum gehen heute. Aber man könnte sagen, es ist ein historischer Tag. Da auf der Roten Wand haben wir, wenn das neue Gipfelkreuz, das vor ein paar Wochen aufgedreht worden ist, gesegnet wird. Und da einfach jeder dabei sein will. Schön, dass wir alle da sind und dass wir da jetzt eine ganz besondere Mess feiern und am Ende dann das Kreuz so segnen. Da sind verschiedene Handwerke zusammengekommen. Jeder hat sein Fachwissen eingebracht und so hat das entstehen können. Wir brauchen einander und der Querbalken steht eben für die Nächstenliebe. Und da ist eben noch wichtig, der ist eben ganz quer
Und es steht für mich für das, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Also nicht von Oberahe aufeinander oder die andere klein machen oder mit die besser da stand, sondern eigentlich immer, wenn ich der andere begegne, das auf Augenhöhe machen. Der andere so zum einen, wie er ist, vielleicht manchmal auch in seiner Andersheit oder in seiner anderen Ansichten, aber doch jedem auf Augenhöhe zum Begegnen. Und das Miteinander drückt für mich über der Querbalken aus. Wir stehen jetzt an dem historischen Tag, da haben wir auf der roten Wand. Und ja, das neue Kreuz und vielleicht auch der heutige Tag insgesamt sollen uns einfach im Alltag auch immer genau an das erinnern. Dass wir immer wieder einmal aufschauen zum Himmel, mit einem Vertrauen auf Gott. Und oder anderer Menschen so begegnen, voll Rücksicht, auf Augenhöhe, in Liebe. Wir bitten dich für alle, die auf den Alpen und Berghütten arbeiten. Segne ihr Tun und schenke ihnen deinen Beistand und deine Kraft. Wir bitten dich, erhöre uns. Jetzt haben wir es dahingestellt, aber... Nein, das ist entscheidend. Nein? Ich meine, zwei Wochen jetzt mir nicht laufen kann. Ich kann aber laufen. Findest du das gerne filmen? Ich bin dran, ja. Ihr sollt jetzt halt den jeder nicht zu seinen Schuhen Kommentar abgeben, weißt du, wenn ich jetzt da auch schwenke, oder? Ja, wird. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Sehr geil. Aber heute nehmen wir schon, heute schieben wir schon ein Handy, ja? Ja, meistens. Ein halber, nehme ich auch, ja. Du musst den halt. Und das letzte? Ich brauche das recht, dass alle weiteren sind. Darum habe ich den Schnaps so gefilmt. Ja, das war klar. Das wäre jetzt im Sommer. Ich denke, ich starke. Nein, stark ist der nicht. Das ist gut. Nein, das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Du musst ja keinen ganz sein hier. Nein, halb. So gut, weißt du nicht. Kannst du mich nicht haben. Er ist Modell gewesen, etc. Okay, wenn er das macht, dann muss ich gleich eine Gage haben. Fuchs. Entschuldigung, ich glaube, wir nennen einen Meisterwurz, oder? Ja, ich glaube auch. Kostet nicht viel und hebt das Ding. Hebt das Ding. Ist er leer jetzt, oder? Nein, das ist ja Sperre. Mit einem guten Warm muss man gut umgehen. Wo ist der? Immer, immer. Das ist ganz gut. Tschüss! Wir Jungfrauensaft. Ja.